Als erstes, jetzt haben wir Christian Bunnenberg, nicht Christian Brunnen, wie es auf dem Namensschild unten stand. Christian Bunnenberg ist Juniorprofessor an der Ruhr-Uni in Bochum für Geschichtsdidaktik. Ich mache das mal kurz so, das ist etwas angenehmer. Und er ist seit 2016 Juniorprofessor an der Ruhr-Uni für Geschichtsdidaktik, leitet dort den Studiengang Public History, hat vorher in Köln promoviert, war Lehrer und hat jetzt als einen seiner Schwerpunkte Geschichtsunterricht im digitalen unter digitalen Bedingungen und immersive Darstellung von Geschichte. Und der Vortrag, da geht es jetzt auch um immersive Darstellung von Geschichte. Er hat schon gesagt, eigentlich wenig mit Archiv, aber umso spannender für uns auch nochmal. Christian, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema, was jetzt kommt, hat eigentlich nur einen indirekten Bezug zu Archiven. Vielleicht können wir am Ende wieder den Kreis dahin schlagen. Wer braucht denn da noch Quellen? Habe ich den kleinen Vortrag genannt, geschichtsdidaktische Überlegungen zu authentischen Zeitreiseerlebnissen, schon mal direkt in Anführungsstrichen in Virtual Reality Anwendung. In der Mitte schauen wir noch ein kleines Video, also wir haben auch noch Level 2, was das Technische angeht. Ja, meine Damen und Herren, in der jüngsten Vergangenheit wurden von verschiedenen Institutionen und Akteuren der Geschichtskultur Produkte zur Darstellung von Geschichte erzeugt, die sich dem Feld der immersiven Medien zuordnen lassen. Unter dem sehr weiten Containerbegriff Virtual Reality sind dabei verschiedene technische Umsetzungen zusammengefasst. Und zwar Augmented Reality. Und Augmented Reality meint digitale Erweiterungen der physischen Welt. Das sehen Sie hier. Auf mobilen Endgeräten und Headsets kann unter Anwendung von Geolokation, können dort unter anderem Texte, Bilder, Videos, Sounds oder Filme als digitale Folie zwischen dem Betrachter und die Betrachterin und die reale Welt gelegt werden. Also so wie hier, da sehen Sie ein Screenshot aus der App Mauer AR, mit der Sie hier in Berlin herumlaufen können mit Ihrem mobilen Endgerät, und dann zeigt Ihnen das im Stadtbild die nicht mehr existierende Mauer an als digitale Rekonstruktion. Sie können dann von Ost nach West wechseln und so weiter. Da gibt es noch einige andere Features mehr. Aber das als Beispiel, also Sie haben hier noch den Abstand und schauen durch das mobile Endgerät quasi auf die Realität, und die virtuelle Realität wird zwischen Sie und die Realität gelegt. Das nächste wäre dann Virtual Reality im eigentlichen, wenn Sie so wollen, technischen Sinne. Und das meint in Abgrenzung jetzt zu Augmented Reality gänzlich künstliche, digitale, dreidimensionale 360-Grad-Umgebung, die in der Regel durch eine Virtual Reality betrachtet werden können. Das sehen Sie jetzt hier, das ist eine touristische Attraktion in der Nähe von Checkpoint Charlie, Time Ride heißt das, und dort können Sie eine Busfahrt durch das Berlin der späten DDR, also das Ost-Berlin der späten DDR machen, und Sie sitzen oben in so einer Reisebus anmutenden Umgebung, haben dann alle diese Brille auf, und durch die Brille sehen Sie das dann unten. Sie sehen aber Ihre Mitfahrer nicht mehr, sondern Sie sehen nur noch das Angebot, das ist dann aber 360-Grad und voll immersiv, wie man so schön sagt. Also das wird hier angeboten. Eine weitere Spielart, und da komme ich gleich erst drauf zurück, stellen die mit 360-Grad-Kameras gedrehten Filme dar, die ebenfalls durch Virtual-Reality-Brillen betrachtet werden können. Das ist die günstigste Variante, die Sie hier sehen. Häufig aber keine Interaktionsmöglichkeiten aufweisen. Also bei Virtual-Reality können Sie auch noch Interaktion mit hineinprogrammieren. Die thematische Vielfalt von Virtual-Reality-Anwendungen mit geschichtsbezogenen Inhalten reicht von der Ur- und Frühgeschichte bis zu zeitgeschichtlichen Themen, wie Sie gerade gesehen haben. Und die Anwendungsbereiche liegen zwischen effekthascherischer Eventisierung, nenne ich das mal, zur Unterhaltung und einem dezidiert formulierten Vermittlungsanspruch im Bereich der historisch-politischen Bildung. Die Anbieter locken damit, dass alles virtuell zum Leben erweckt wird. Mehr Zeitreise geht nicht. Die Produzentinnen und Produzenten dieser Formate setzen auf ein Mit- oder Nacherleben von Vergangenheiten, propagieren authentische Inhalte und machen den Rezipierenden nur selten Angebote zu einer reflektierten und kritischen Nutzung. Vielmehr wird bei den Virtual-Reality-Anwendungen durch das vermeintliche Erlebnis vergangener Zeiten in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen jegliche Distanz zum dargestellten historischen Gegenstand unterlaufen,
indem die Nutzerinnen und Nutzer emotional durch die im doppelten Wortsinn gemachte Erfahrung überwältigt wird, was, nebenbei bemerkt, diametral den Prinzipien historisch-politischer Bildungsarbeit gegenübersteht. Denn seit den 1970er Jahren gilt, Stichwort Beutelsbacher Konsens, dass eine Überwältigung durch Emotionen oder wirkmächtige Bilder bei einer Auseinandersetzung mit Geschichte vermieden werden soll, zumindest aber aufgelöst und kritisch reflektiert werden muss. Eine kognitive Beschäftigung mit dem Dargestellten darf also nicht durch dessen mediale Aufbereitung in den Hintergrund rücken oder letztlich ganz ausbleiben. Und bei Time Right spricht nachher niemand mit Ihnen darüber, was Sie gerade erlebt haben. Allerdings fühlen sich die wenigsten Virtual Reality Anwendungen den Leitlinien der historisch-politischen Bildung oder sogar geschichtsdidaktischen Prinzipien wie Problemorientierung, Multiperspektivität oder Transparenz verpflichtet. Und deswegen sehen Sie mich jetzt hier in so einer kulturpessimistischen Zeigefingerposition, aber das soll es eigentlich gar nicht sein. Vielmehr sind Sie nämlich Teil dessen, was der Geschichtsdidaktiker Bernd Schönemann als Leitmuster gesellschaftlicher Geschichtskultur der Postmoderne mit der Signatur Geschichte als Erlebnis beschrieben und vor allem im Tourismus und Unterhaltungssegment verortet hat. Virtual Reality-Anwendung eint der Ansatz, Geschichte durch virtuelle Simulationen von Vergangenheit in digitalen medialen Räumen erfahrbar oder erlebbar zu machen. Und dazu nutzen die Entwicklerinnen und Entwickler gezielt die technischen Möglichkeiten zur visuellen und audiovisuellen Aufbereitung von Inhalten. Das historische Geschehen wird als digitale virtuelle Umgebung konstruiert, die durch ihre Ästhetik von den Nutzerinnen und Nutzern als authentisch, so war das damals, wahrgenommen werden soll. Das mit der Nutzung verbundene Gefühl des Eintauchens ist das intendierte Ziel von Virtual Reality-Anwendungen und wird als Immersion bezeichnet. Immersive Darstellungen von Vergangenheit sollen bei den Betrachtenden möglichst wenig kognitiven Widerspruch erzeugen und als so wirklich wahrgenommen werden, dass die Nutzerinnen und Nutzer eine Anwesenheit im virtuellen Raum verspüren und ihre tatsächliche Anwesenheit in der realen Welt, aus der sie ja nicht rauskommen, und deren sensorische Reize im Idealfall völlig ausblenden. Also das funktioniert, wenn dieses Mädchen denkt, sie ist jetzt in dieser virtuellen Welt und hat keine Einflüsse mehr von außen, dann wäre dann diese vollimmersive Wirkung erreicht. Das funktioniert in anderen Fächern besser. Ich war letzte Woche bei den Sportkollegen bei uns auf dem Campus. Also es gibt Sport, also Virtual Reality-Anwendungen für Sport. Ich habe dort Tischtennis gespielt und geboxt. Und das zieht einen schon noch mehr rein, also weil man selber tätig werden kann. Zur Beschreibung dieses Gefühls der Anwesenheit wird der Begriff der sozialen Präsenz genutzt und das geschieht im Kopf. Dabei handelt es sich um eine individuelle Erfahrung der Nutzenden und die Kombination aus sensorischen Reizen und einer emotionalen Einbindung in die Darstellung können als intensiv wahrgenommen und, das haben psychologische Studien ergeben, sehr nachhaltig wirksam sein. Eine für die individuelle Auseinandersetzung mit und Aneignung von vergangenen Wirklichkeiten wichtiges Moment ist die Imagination. Jegliche Darstellung von Vergangenheit oder von Vergangenem erzeugen Vorstellungsbildern, also jetzt auch völlig losgelöst von dem Digitalen. Diese sind nicht statisch, sondern durch jeden neuen Impuls veränderbar, indem sie bestätigt, ergänzt, korrigiert und verworfen werden. Jeder von uns hat zum Beispiel eine Vorstellung von Julius Caesar. Und bei nicht wenigen von uns ist dieses Bild, was aufpoppt, ich fange schon die ersten an zu lachen, aus einem Comic zum Beispiel. Also das sind so Imaginationen. Ja, das ist aber das ist das, wo wir unsere Bilder herhaben. Dazu ein kurzes Zitat. Die historische Imagination ist das Moment, durch das Geschichte sich von der Beobachtung von Präsentem unterscheidet. Angestoßen durch Sprache, das heißt Lesen, Zuhören oder Reden über Geschichte, erzeugt die Imagination innere Vorstellungsbilder, die weder Fantasieprodukte noch Abbilder empirischer Objekte sind, sondern, David Shurken zitiert, kreative Hervorbringung des Geistes unterhalb der Reflexionsschwelle. Und erst wenn man so wie gerade darauf hingewiesen wird, dann merkt man das. Der Leser oder Hörer, also Shurken meint bestimmt auch Frauen damit, tritt mittels der Vorstellungsfähigkeit in Abläufe ein und verwandelt eine Fülle von Signalen in lebendige Gestalten, Handlungsräume und Wirklichkeiten. Vorstellungsbilder setzen semantische Leerstellen voraus und sind von Erfahrung und Vorprägung der Rezipienten geprägt. Ja, diese Annahme setzt allerdings voraus, dass die Rezipientinnen und Rezipienten zwischen der eigenen und einer vergangenen Wirklichkeit unterscheiden können. Bei der Beschränkung
auch sprachlich vermittelte Geschichte lässt sich diese Distanz zwischen der Gegenwart als natürlicher Realität und einer imaginierten Vergangenheit als virtueller Realität noch durchaus wahren, da hier eine bewusste Alteritätserfahrung gemacht wird. Und schon die Kenntnis von visuellen Darstellungen der Vergangenheit beeinflusst die Imagination derselben. Hier kommt nochmal das Julius Caesar Beispiel. Und im Zusammenhang mit Geschichte in Spielfilmen und digitalen Spielen ist die Wirkung auf Vergangenheitsvorstellungen empirisch belegt. Also dass Leute ein Spiel spielen und dann nachher denken, so hat es ausgesehen. Was aber, wenn durch die immersive Wirkung von Virtual Reality zum Beispiel, wenn durch die immersive Wirkung medialer Darstellung von Geschichte diese Distanz nicht nur weiter verringert, sondern gänzlich aufgelöst wird? Kann dann eine Trennung der in der Gegenwart gebundenen natürlichen Wirklichkeit der Rezipierenden mit einer im wahrsten Sinne des Wortes anschaulichen virtuellen vergangenen Gegenwart nicht mehr tiefenscharf vorgenommen werden? Und wird Geschichte damit in Anlehnung an dieses Zitat zum eigentlich Präsenten, da die Rezipierenden eine eigene Präsenz in dieser Welt annehmen? Das ist ein philosophisches Problem. An dieser Stelle möchte ich Ihnen jetzt ein kurzes Video zeigen, damit sich das Zusagende konkretisieren lässt. Das Video dauert 2 Minuten 34 Sekunden, ist in die 15 Minuten eingepreist und wurde 2017 anlässlich der Premiere des 360-Grad-Videos Was wollten Sie in Berlin in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen produziert. Das 360-Grad-Video zeigt, also das eigentliche 360-Grad-Video zeigt in knapp 10 Minuten die Aufnahme in das von 1951 bis 1989 zentrale Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit in der DDR. Es zeigt Verhörsituationen und den Aufenthalt in der Zelle. Die Geschichte hat am Ende ein offenes Ende. Wir sehen jetzt ganz wenige Ausschnitte, aber wir sehen vor allen Dingen, wie Menschen diesen Film sehen. Also das ist ein Standbild aus dem eigentlichen Video. Das können Sie auch bei YouTube gucken. Ist so nah dran, dass es einem fast unheimlich ist. Das würde da die Zeit wieder auferstehen. Wenn die mich angesprochen haben, dann habe ich geantwortet. Ich weiß nicht, ob das noch jemand gemacht hat in der Runde. Ich habe denen ständig geantwortet. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Und mir ist ganz schwummrig geworden, ganz schaurig. Man möchte brüllen oder schreien, die wegrennen und man kann das ja nicht. Man ist ja eingesperrt. Ich finde, dass jede Schulklasse hier reingehen muss. Ich habe mich da so umgedreht und habe die ganze Wände neben mir gesehen und dann diese Stasi-Männer. Also dann hat man schon so ein bisschen den Druck selber gefühlt und dann, glaube ich, das war das, wo mich am meisten so schockiert hat. Es ist was anderes, wenn ich jetzt als Referent Schulklassen da durchführe und sage, so und so war das. Hier im Raum für die Leibesvisitation muss man sich entkleiden. Es wurde in jede Körperöffnung, in wirklich jede Körperöffnung hereingeschaut. Ausziehen. Das ist aus dem... Runter mit der Hose. Das ist natürlich viel näher, viel greifbarer. Wir haben Schilder abmontiert, die ja aus der Jetztzeit stammen. Wir haben Glühbirnen ausgetauscht. Die echten Vernehmer, die ja, wenn sie damals jünger waren und jetzt noch leben, die müssten die Brillen mal übergestülpt kriegen. Und mal ganz kurz sich einige, im besten Falle ein paar Gedanken machen, sagen, was haben wir hier gemacht? Wir Zeitzeugen sind ja auch eine aussterbende Spezies. Und deswegen ist es gut und richtig, dass solche Dokumente erzeugt werden und übrig bleiben, wenn eben der letzte Zeitzeuge verschwunden ist. Es gibt nur eine Sache, die fehlt, die man hier in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen auch noch hat. Und das ist der Geruchssinn. Hier riecht es immer noch nach Stasi. Dankeschön. Ja, mit dem gerade gesehenen kurzen Film wurde die Premiere des 360-Grad-Videos dokumentiert. Er zeigt... Moment. So.
Er zeigt neben Ausschnitten aus dem eigentlichen 360-Grad-Video noch weitere am Premierentag gemachte Aufnahmen, unter anderem Szenen aus einer Podiumsdiskussion von Rezipientinnen und Rezipienten an den VR-Stationen sowie kurze Interviewsequenzen mit den Verantwortlichen der Gedenkstätte und Besucherinnen und Besuchern. Ich möchte im Folgenden einige der getätigten Äußerungen, gezeigten Handlungen nochmal zusammenstellen, wiederholen, auf einige Details aufmerksam machen. Der Film beginnt mit einer Szene, in der ein als Stasi-Mitarbeiter verkleideter Schauspieler des Jahres 2017, damit eben kein Stasi-Mitarbeiter, die Tür zu einer Zelle schließt und verriegelt, bevor die Frage, wie fühlt es sich an, Häftling der Stasi zu sein, eingeblendet wird. Dann folgen einige Statements zu dem 360-Grad-Video. So merkt unter anderem der damalige Leiter der Gedenkstätte an, dass der Film so nah dran war, dass es schon unheimlich sei, so als würde da die Zeit wieder auferstehen. Ein Teilnehmer der Diskussionsveranstaltung erwähnt, dass er die Schauspieler beim Betrachten des Films immer wieder angesprochen habe, und ein Zeitzeuge bewertet das Video als sehr, sehr guten Film. Ihm sei ganz schummrig geworden, ganz schaurig. Eine Besucherin berichtet ebenfalls von ihren Emotionen während der Betrachtung des Films. Man möchte brüllen oder schreien, wegrennen, aber man kann das ja nicht, man ist eingesperrt. Auch ein jüngerer Rezipient berichtet von einem Druck, den er verspürt haben will, als er diese Stasi-Männer gesehen hat. Ein Mitarbeiter der Gedenkstätte sieht das Potenzial des Films darin, dass die Darstellung der historischen Situation viel näher und viel greifbarer sei als die herkömmliche Methode der Gruppenführung. Dies habe nicht zuletzt, so einer der Gründer der Produktionsfirma, mit der bis zur wieder eingeschraubten Glühbirne aus DDR-Beständen authentischen Umgebung zu tun, in der das Video entstanden sei. Des Weiteren wird auf die Nutzung von Erinnerungen eines ehemaligen Häftlings verwiesen, und in der Tat gibt es zum Teil wortwörtliche Übereinstimmungen zwischen dessen Texten und den Dialogen im Video. Das Potenzial des 360-Grad-Films wird in der Ermöglichung einer Perspektiveinnahme oder sogar eines Perspektivwechsels, unter anderem werden hier als Zielgruppe ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit genannt und die Bewahrung von Quellenbeständen, der spricht von einem Dokument, aber über den Tod der Zeitzeugen hinaus angeführt. Als Geschichtsdidaktiker und Historiker weiß man gar nicht, an welcher Stelle man dem Impuls, Anmerkungen machen zu wollen, nachgeben soll. So kann das Video gar nicht den Alltag in einem Stasi-Gefängnis abbilden, sondern stellt lediglich eine zeit- und perspektivgebundene Rekonstruktion der vergangenen Ereignisse als mediale Inszenierung zur Verfügung. Gezeigt werden nämlich weder eine im Betrieb befindliche Haftanstalt noch Stasi-Mitarbeiter, sondern die Räumlichkeiten der Gedenkstätte und Schauspieler, die Stasi-Mitarbeiter auf Grundlage eines Drehbuchs, das sich an Quellen und Darstellungen orientiert, spielen. Authentisch ist das Video daher nur für das Jahr 2017, nicht aber für die Zeit zwischen 1951 und 1989. Auch erleben die Betrachterinnen und Betrachter keinen Gefängnisalltag. Sie sind eben nicht der Verfolgung und der Drangsalierung durch die Staatssicherheit ausgesetzt, auch wenn der Film durchaus emotionalen Druck aufzubauen vermag. Aber bietet das einen authentischen Eindruck der Gefühlslage eines inhaftierten Menschen, der diese Situation erleben musste? Ein Nacherleben bleibt daher immer eine abstrakte Idee. Handelt es sich doch noch nicht mal um eine Augenzeugenschaft, obwohl das suggeriert wird. Trotzdem fällt einem sofort die emotionale Betroffenheit der Rezipientinnen und Rezipienten auf, das nervöse Um-sich-Schauen, das Reiben der Arme und die Verwunderung über das eigene Handeln während des Betrachten des Films. Und letztlich fordern die Aussagen der Mitarbeiter der Gedenkstätte heraus, die das 360-Grad-Video als gute Alternative zu den klassischen Vermittlungsformen anpreisen, da es näher dran sei. Näher dran woran eigentlich? Einige abschließende Bemerkungen. Bevor man an dieser Stelle sich dazu verleiten lässt, alarmistische Warnungen herauszuposaunen, lohnt ein kurzer Blick in die Vergangenheit, der zeigt, dass entsprechende mediale Formate kein genuin dem digitalen Zeitalter entspringendes Phänomen sind, sondern bereits auf eine längere medienkulturgeschichtliche Tradition des Bemühens hinweisen, virtuelle historische Realitäten mit einer hohen immersiven Wirkung zu erschaffen. Erstens auf das im späten 18. Jahrhundert erfundene Panorama, bei dem durch das Betreten eines Rundgemäldes die Illusion eines Panoramablicks entstehen soll. Bis heute ein erfolgreiches Konzept. Auch das kann man sich am Checkpoint Charlie anschauen. Zweitens auf die Stereoskopie als Methode zur Erzeugung eines räumlichen Eindrucks bei der Präsentation von Bildern Ende des 19. Jahrhunderts. Drittens auf das sogenannte Sensorama, ist hier in der Mitte, oder auch Geruchskino, das Mitte der 1950er Jahre entwickelt wurde und am Beginn einer Traditionslinie zu dem heute in der Entwicklung bestehenden sensorischen Anzügen für eine vollimmersive VR-Nutzung steht. Während also bereits die Geschichtspanoramen des 19. Jahrhunderts den Besucherinnen und Besuchern das Nacherleben einer historischen Situation möglichst eindrücklich ermöglichen wollten, sind die virtuellen Realitäten und 360-Grad-Filme der Gegenwart im Endeffekt nur die technisch weiterentwickelte
oder das technisch weiterentwickelte Panorama des 21. Jahrhunderts, der mit den medialen Möglichkeiten eines Rundgemäldes des 19. Jahrhunderts quasi eingefrorene historische Moment, also ich kann das einmal malen und dann ist Schluss, wird durch die neuen Möglichkeiten in der Virtual Reality als einer digitalen und audiovisuellen Darstellung historischer Situationen zeitlich und räumlich ausgedehnt darstellbar. Die digitalen Formate der Virtual Reality nutzen die Grundstruktur der historischen Panoramen, gehen allerdings noch einen Schritt weiter und können in sich den historischen Ort, verschiedene Zeitebenen, die Gestaltungselemente von Dokumentarfilm und Spielfilm oder digitalen Spielen, von Stereoskopie und 360-Grad-Darstellungen, die Einbindung von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie performative Formate wie Reenactment vereinen. Die Nutzung weiterer sensorischer Reize, zum Beispiel Gegenwind, Bewegung, Haptik, Gerüche, und Möglichkeiten der Interaktion erhöhen noch die immersive Wirkung. Die meisten Augmented Reality und Virtual Reality Angebote mit historischen Inhalten setzen also zur Stärkung eben dieser immersiven Wirkung auf ästhetische und emotionale Effekthascherei. Die imaginierten Vorstellungsbilder werden durch vermeintliche Abbilder der Vergangenheit und dem letztlich aber nicht zu treffenden Eindruck einer historischen Augenzeugenschaft wirksam überlagert, die dadurch entstehenden Effekte stehen in einem Spannungsverhältnis zu dem in Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik grundlegenden Verständnis von Geschichte als methodisch reflektierter und kritischer Rekonstruktion von Vergangenheit. Es bleibt also, Schlusssatz, zukünftig weiter zu diskutieren, und das wäre mir ein Anliegen, ob es sich bei der Darstellung historischer Sachverhalte in immersiven digitalen Medien überhaupt um eine neue Form der Präsentation, Vermittlung und Aneignung von Geschichte handelt, oder ob wir das nicht alle schon hatten, ob durch die Immersion erzeugte Präsenz Auswirkungen auf die Rezeption dieser Medien und deren Inhalte erwarten lassen, das wäre eine psychologische Fragestellung, in welchem Verhältnis Immersion und historische Imagination zu sehen sind und was das für die Zukunft einer kritischen und reflektierten Auseinandersetzung mit Vergangenheit eigentlich weit jenseits einer Quellenarbeit bedeuten kann. Vielen herzlichen Dank.